Magen-Darm-Probleme gehören zu den häufigsten Beschwerden deutscher Patienten. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Und nicht selten wird als Verlegenheitsdiagnose den Leidtragenden ein Reizdarmsyndrom attestiert. Doch es gibt auch eine andere mögliche Erklärung für diffuse Symptome wie Blähungen, Übelkeit, Durchfall und Co., weiß Dr. Martina Warentrapp, ärztliche Leiterin der Rechberg-Klinik Bretten. Also nicht selten gibt es Patienten, die Bauchbeschwerden haben und man hat das Problem, dass man letztendlich in der Koloskopie, im Labor und in den anderen Untersuchungen so richtig nichts findet. Und die Patienten haben dann das Problem, dass sie eigentlich ohne Diagnose dastehen. Trotzdem haben sie Beschwerden. Eine Option, an die viel zu selten gedacht wird, ist die Parasitologie. Das heißt, der Befall des Darms mit Würmern. Zugegeben, keine schöne Vorstellung, aber auch alles andere als ein Indiz für mangelnde Körperhygiene. Wer viel mit Kindern zu tun hat, hat gute Chancen, sich sogenannte Madenwürmer einzufangen. Dieser Parasit hält sich ausschließlich im menschlichen Dickdarm auf und kann dort meist über lange Zeit unbemerkt agieren. Was völlig unterschätzt wird, ist die Infektion der Kinder, der kleinen Kinder mit einem Madenwurmbefall. Madenwürmer sind bis zu 50% bei den Kindern vorzufinden. Das heißt, 50% der Kinder machen eine Madeninfektion im Laufe ihrer Kindheit durch. Und alle, die damit Kontakt haben, können sich natürlich mit infizieren. Das heißt, in der Familie teilt man alles. Die gute Nachricht: Ein Befall mit Madenwürmern ist schnell und einfach zu diagnostizieren und darüber hinaus in den Griff zu bekommen. Wir müssen die Madenwürmer so feststellen, dass wir den perianalen, das heißt um den Anus herum, den Bereich uns angucken, ob dort Wurmeier sind. Wie machen wir das? Es gibt ein sogenanntes Abklatschpräparat. Das heißt, hier wird der Po etwas auseinandergezogen und mit einem normalen Tesastreifen werden dann Abklatschpräparate entnommen. Die werden auf einen Objektträger gebracht und man schaut sich das mit dem Mikroskop an. Die anschließende Therapie ist simpel und im Allgemeinen gut verträglich, wenn man danach auf die richtige Hygiene setzt. Es handelt sich um ein Medikament, was in Tablettenform ein paar Tage eingenommen wird. Wichtig ist, dass man im weiteren Verlauf dann mit Reinfektion rechnen muss. Das heißt, es kann sein, dass man hartnäckig auch Reinfektion hat durch die Wurmeier, die noch in der Umgebung sind und die man sich wieder akquirieren kann. Letztendlich ist ein bisschen Hartnäckigkeit dann gefragt, aber die Therapie selbst ist einfach. Der Wurm im Darm, kein Schreckgespenst. Mit den richtigen Maßnahmen werden die ungeliebten Mitbewohner aber auch nicht zu Dauergästen.